Servus, herzlich willkommen zum anderen Video, diesmal kein Farmvlog. Es gab den Wunsch, dass ich einfach mal hier so tagsüber beim LKW fahren, mal ein bisschen was filme. Also wird das wohl kein Farmvlog, sondern ein LKW-Vlog, wie auch immer. Ja, heute ist Montag, der, sagen wir heute, 25. September. Bin jetzt hier erste Baustelle quasi, wir an der Gesamtschule. Die haben Container bestellt. Da stellen wir den jetzt hin, dann ist sie gleich nebenan, bringe ich dann mit. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt und wie das hier so wird. So, jetzt sind wir gleich 200 Meter weiter gefahren. Hier steht er schon. Oh, den müssen wir erstmal abdecken, sonst wird er so, glaube ich, nichts. So, mach ich mal schnell Netz drauf. Jo, geht's hier gleich weiter. So, jetzt gucken wir mal hier in der Rückfahrkamera, ob das so was wird. Wahrscheinlich nicht. Geguckt, falsche Knopf gedrückt. So, hier hinter mir ist die Nummer 35. Das ist der Container mit Grünchen, den ich eben geholt habe. Den habe ich jetzt hier mal kurz abgesetzt, weil ich vorne auf dem Lager noch mal wechseln musste. Und den fahre ich jetzt weiter zum Kunde. Und wenn wir den jetzt hochziehen, dann kann ich euch mal zeigen, laut, warum ich hier einen Knickarm am Auto habe. Also der sitzt jetzt hier quasi auf den Rolle, anders geht's nicht, oben hängt er am Haken. So, jetzt haben wir das Problem, hier hinten ist gleich fertig, aber er ist noch nicht ganz ohne, deshalb haben wir den Knickarm. Damit kann ich es quasi länger machen. So, jetzt ist der lange Arm unten. Aber hier haben wir jetzt immer noch ein bisschen Luft.
Also machen wir den nach Weide zurück. So, bis die Öse oben genau den Hagen mit drin hat. Jetzt steht er aber hinten wieder über. Jetzt ist er hier nicht so lang. Also ziehen wir mit dem Teleskop vor. So. Die Regelung zu. Fertig. Jetzt habe ich quasi das Stück hier. Das habe ich jetzt rausgezogen. Und ja. So funktioniert das halt mit den kleinen kurzen Container. Deshalb haben wir hier einen Knickarm. So, Handschuhe weg. Zack. Fernbedienung an den Platz. Aus, geht er wieder aufs Niveau, weiter geht's. Ja, deshalb haben wir halt bei den zwei Abrollern Knickarm, weil mir diese, das ist jetzt ein 13 Kubik, den ich jetzt hier habe, und hier vorne der flache da, das ist 8 Kubik, die sind gleich lang, halt nur unterschiedliche Höhe, und wegen den Container brauchen wir den Knickarm, weil der 7 Meter Aufbau sonst, ja, habt ihr gesehen, das geht nicht. Da ziehe ich den hin über die Rolle und dann haben wir da Malheur. So ist es. So, jetzt fahren wir hier gleich mal weiter. Den stellen wir zum Kunde und dann fahren wir Äpfel. So, hier steht er. Na ja. Ist recht voll. So, die Tür ist zu. Also laden wir auf, fahren die Kälterei. So, jetzt sind wir hier in der Kälterei. So, gerade gar keinen Betrieb. Fahren wir gleich auf die Waage. Und dann wird hier hin abgeladen. Also, bis gleich. Oh ja. Der Fail, Kette ausgehängt. So, die Äpfel sind wir los. Also fahren wir wieder zurück zu der Sammelstelle. Da kommt dann der Container hin. So, aktuell gerade keiner am Abladen hier. Lauft die letzte Äpfel weg. Naja, und das machen wir dann jetzt wahrscheinlich demnächst noch ein paar Mal. Weil das war jetzt der erste Container. Die Saison fängt jetzt an mit den Äpfel. Weiter geht's. Ich lade mir jetzt hier gerade Anhänger. Das ist ein Container mit Müll. Und den fahre ich dann morgen wahrscheinlich weg.
So, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Also hier quasi ist so eine Rampe, da rollt die Rolle hoch. Und der Schlitten läuft dann hier oben auf dem Rahmen lang. Und das ist der Schlitten. Und das steht quasi die Ecke hier vorne an der Rampe. Da läuft der da drüber hier rein. Hier neben die rote Dinger, die sind links und rechts. Da kann man dann von vorne her anpeilen, wo man hinfährt. So. Ah, jetzt sitzt der schon auf. Machen wir nochmal ein bisschen hoch. So, jetzt sitzt der hier vorne an. Jetzt habe ich aber hier den Teleskopstück rausgefahren. Also setze ich mich jetzt rein, mache die Bremse auf und dann setzt er sich hier schön hier auf den Rahmen und hat vorne direkt vorm Schluss. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Wieder auf. So, so sieht es hier im Spiegel besser. So einfach geht das. Dann ist der geladen. Und dann mache ich morgen noch einen aufs Auto, hängen an und dann geht's los. Machen wir den Arm wieder vor. So. So einfach ist das. So, Dienstag, der 26. September. Hier ist gerade eine Kläranlage. Also man mit dem Spiegel sieht, da oben kommt das Rohr raus über dem Container bzw. hin. Da kommt der Klärschlamm raus und jetzt fahre ich erstmal Klärschlamm auf den Schlammplatz, hier auf der anderen Seite von der Stadt. Und dann fahre ich wieder Apple, aber diesmal von einer anderen Sammelstelle. Das ist ein Stück weiter weg. Und ich glaube, das wird interessanter. Mal ganz weiß. Oh, jetzt ist er weg. Einmal rückwärts. So, da oben, da ist das Rohr, da steht der Container drunter und da kommt der gepresste Klärschlamm dann raus.
ist die Kacke ganz schön am Dampfen. So, einmal hier. Gucken wir mal hier rein. Ja, ist fast leer. Aber das lasse ich so, da kratze ich nichts raus. Kommt ja wieder rein. So, angekommen. Der ist auch voll. Hier steht ein Schlüter. Super 1500 TVL. So, da sind wir wieder. Also, gleiches Spiel wie gestern. Auf die Waage, abladen, weiter. Es hat diesmal besser geklappt als das letzte Mal. So, jetzt warten wir mal, bis das hier wegläuft. Und hier vorne. Hier wird der Appeldresser verladen. Läuft aber gerade nicht. Und hier haben wir früher auch immer Appeldresser geholt für die Bullen, was ich mal erzählt habe. Das war immer hier in der Kälterei. So, jetzt machen wir hier die Bremse auf. Und geht hier die Verriegelung zu? Ist schon zu? Ja.
4 Stück. Gerät noch. Und schon weg. So, jetzt haben wir hier das Mautgerät. 5 Achsen, okay. Zack. So, jetzt lassen wir Luft pumpen und dann kann schon losgehen. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, sieht man es? 6,7 Bar. Aha, jetzt hupt er auch. Also wenn der ein bisschen gestanden hat und dann verliert er Luft. Jetzt haben wir heute, was ist denn heute? Dienstag. Letztes Mal gefahren habe ich am Donnerstag, glaube ich. Mhm, ja. Wie lange steht er? Naja, da hat er keine Luft mehr. Oh, kann man mich sehen? Ne, ist noch dunkel wahrscheinlich. Ja, Mittwoch, der 27. September. Wir haben jetzt 4.30 Uhr. Also, ich starte jetzt mal. Hier ist mein Löwe. Hier von der Einstiegsbeleuchtung. Ich starte jetzt mal. Und zwar fahre ich jetzt nach Leipzig, mal kurz, schnell. Naja, schnell nicht, aber kurz. Kurz auch nicht. Also es gibt jetzt eine Tagesfahrt. Aber wenn ich dann heute Abend wieder hier bin, und dann ist Feierabend. So, starten wir mal. So, Anhänger hängt an. Jetzt habe ich mal das Navi angemacht. Also, ob man sehen kann, sind 331 Kilometer. Fahrzeit, sagt Navi, 4 Stunden 14. Also das ist immer eine ziemlich knappe Kiste. Vor allem dann auch hinzus, wenn ich dann schwer bin, weil er ist ausgeladen. Aber nur hat bis jetzt immer geklappt eigentlich. Also hin und zurück. Zur Not macht man dann halt einen Zehner. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Wenn halt kein großer Stau oder irgendeine Vollsperrung oder irgendwas dazwischen kommt. Ja, wir fahren jetzt erst die A5. Dann fahren wir ein kurzes Stück die A7, dann fahren wir die A4, dann fahren wir die A9 und dann fahren wir die A38. Und schon sind wir in Leipzig. So ist das. So. Und ich starte jetzt mal. Also, bis später. So, mittlerweile schon 3 Stunden später. Also, ich habe jetzt gefahren. Sieht man es, 3 Stunden 6. Bin jetzt hier kurz vorm Hermsdorfer Kreuz und habe noch eine Stunde bis nach Leipzig. Hier vorne geht es jetzt gleich ab auf die A9. Ja, lief bis jetzt ganz gut. Habe ich noch ein bisschen Zeit gut gemacht. Und dann mache ich nochmal an, wenn ich dann in Leipzig bin. Also, bis später. So, jetzt bin ich schon auf der Landstraße Richtung Leipzig. Und hier neben, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist ein ehemaliges Silo. Das ist ein Magnum, der schiebt. Die Walze, die verdichtet. Der lief direkt vorne an der Abfahrt. Hatte ich aber zu spät gesehen. So. Jetzt haben wir noch gut 5 Kilometer. Und dann sind wir da. So, jetzt sind wir angekommen. Hier stehen die Container von den Kollegen. Die Orangen nehme ich wieder mit. Und ich habe jetzt gefahren 4 Stunden 3.
Also, lief ganz gut. Hat schon länger gedauert. Hat auch schon 4 Stunden 25. Ja. Jetzt wecke ich die Container noch, dann mache ich Pause und fahre ich wieder heim. So ist der Plan. So, Pause ist fertig. Mein Anhänger hängt schon halbwegs dran. Haben wir Luft dran. Bisschen Strom. So. Jetzt geht die Luftfederung hoch. Dann sieht man, wie er sich hier hochdrückt. So, die Verriegelung ist zu. Also, fahren wir wieder gegen Heimat. Wieder 330 Kilometer in die andere Richtung. Lassen wir den Löwe jetzt mal rennen. So, jetzt fährt der Max gerade mit dem Absetzer vorbei. Also, ich habe das Navi wieder angemacht. Zeigt er wieder an, 332 Kilometer, noch einer mehr wie vorhin, wie heute Morgen, beziehungsweise 4 Stunden 18. Ja, mal sehen, wie das jetzt wird hier mit dem Baustelle hier und da. Also, ich mache das Navi jetzt nicht an, weil ich den Weg nicht weiß. Ich bin ja schon, was weiß ich, wie viel mal gefahren. Mir geht es einfach darum, das zeigt halt an, wie weit es noch ist, wie lange ich noch brauche. Und wenn wirklich mal irgendwo Stau oder irgendwas ist, dann zeigt er die Verzögerung an und dann kann ich das eher planen, da, ob ich nochmal Pause machen muss oder nicht. Weil wenn man da einfach so drauf losfährt, ich meine, das geht auch, aber ich habe das lieber so, wenn ich da ein bisschen die Zeit und die Kilometer im Blick habe. Jo, so ist das. Starten wir wieder durch und dann fahren wir wieder heim. Dann ist Feierabend. Also der Uhr nach 14.39 Uhr. Ist auch nicht schlecht. Also ob man es jetzt sieht, da hinten um die Ecke quasi, da hinten am Fenster, da ist ein früheres Werk von BBG, glaube ich. Und das hat dann wohl Amazone übernommen und Amazone baut da Feldspritzen. Da bin ich auch schon mal rumgefahren, da stehen dann die ganzen gelben Tanks. Aber das ist hier direkt jetzt nebenan, so ein Kilometer ungefähr bis dahin. Ja, wir fahren jetzt hier vorne links rum. Und dann geht es Richtung Autobahn. Schild. So, jetzt sind wir wieder auf der A4. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Hier vorne zeigt er jetzt an, wie schnell der vor mir fährt. Der fährt jetzt 78, dann der Abstand und halt, wo mein Tempomat steht. Jena und jetzt kommen die Tunnel. Ah, so ist das schön.
mit 90 laufen lassen, freie Autobahn. So macht das Spaß. Ich habe ja Ideen, ich habe schon gesehen, ich übergebe. Da ist er! Sei mir gegrüßt! So, Ausgangspunkt wieder erreicht. Jetzt wieder in der Firma, habe gerade abgehängt. Also, jetzt bin ich gefahren. 4 Stunden 13. Insgesamt heute 8:28. Ja, das ist jetzt so. Also ich darf ja eigentlich 9 Stunden am Tag fahren, zweimal 4,5. Nach 4,5 muss ich immer Pause machen. Ich hatte dann 4 Stunden 15 heute Morgen in Leipzig, wie ich dann die Container gewechselt habe. Dann habe ich Pause gemacht. Jetzt habe ich 4 Stunden 13, also ich könnte jetzt noch 17 Minuten fahren, aber bringt ja jetzt so nichts. Dann muss ich nochmal 45 Minuten Pause machen und dann könnte ich theoretisch noch mal eine Stunde fahren, also das heißt dann einen 10er machen. Aber ich habe das ja jetzt so geschafft hier und dann ist das auch gut. Ja, dann möchte ich das Video jetzt hier auch beenden. Dann würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen und dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob das so in Ordnung war oder ob ihr irgendwie was anderes sehen wollt. Dann kann man das hier vielleicht noch mal machen. Also, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.